Servus, liebe Eudinnen und Euden, und willkommen zu Prison Architect zu Folge Nummer. Was haben wir? 20? 25? Boah, was haben wir da? Hier sind wir. Könnte Folge 24 sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ist aber auch egal. Denn wir zählen eigentlich nicht die Folgen, wir gucken, dass wir hier schön alles bauen können und unsere Ziele erreichen. Was, wenn wir nicht die Ziele erreichen müssten, würde ich ein paar Sachen allerdings wirklich schöner machen. Ich hätte gerne hier schönen Boden drin und so, aber wir dürfen nicht so viel Kohle ausgeben und ich weiß nicht, wie wir sonst eigentlich an Kohle rankommen. Außer so wie jetzt im Moment über diese Programme. Und wenn wir jetzt so viel ausgeben würden, um irgendwelche Böden zu legen und so, dann haben wir kein Geld, dann kriegen wir aber nichts mehr über die Programme. Und dann ist, glaube ich, nur noch durch Zeitablauf. Dann kriegen wir nur irgendwelche Gelder so über den normalen Cashflow. Wobei ich immer noch nicht weiß, so woher wir wirklich Geld kriegen. Kriegen wir so laufend irgendwelche Zuschüsse? Finanzen, da steht es. Bundeszuschuss, Häftlingszuschuss. Ah, okay, es gibt also ständig irgendwelche Zuschüsse. Aber Gehälter, so gesamt. So, wir sehen eigentlich, ja, es ist unterm Strich. Achso, wir machen doch, okay. Am Tag 7559. Ehrlich? Einnahmen? Ja, Moment mal, nur hier. Ja, aber sonst, sonst sind das unsere Kosten. Besserungsprogramme, Nahrung, Personalgehälter, Verwaltungsgehälter, Wachengehälter, das sind natürlich alles die Gehälter, brauchen wir. Was? Häftlingsgehälter? Ja, das ist natürlich schon fies. Das gibt einiges zu tun. Geldmäßig seht ihr, wie Ding, das, was ich gemeint habe, es kommt so eigentlich nicht wirklich was rein. So, wir haben drei untätige Wachen. Warum untätig? Wie sieht es mit euren Einsatzbereichen aus? Sehr gut, ja, hier brauchen wir eigentlich keinen. So, die Leute kommen raus, das ist gut. Hier normale Türen ist in Ordnung, weil da nämlich nicht die Häftlinge rauskommen. Ach, da wartet jemand schon. Besucherfreundin von Wallace. Ach, das ist ja auch cool. Besuchervater von Featherstone. Mutter von McGinnis. Das ist ja geil. Vater von Wolf. Frau von Reed und Mutter von Reed. Das ist ja geil. Und die kommen ja wirklich dann pärchenweise, Frau und Mutter besuchen den dann. Das ist aber voll cool, Mann. Und ist das Reed dann? Nee, ist Patrick Savoda. Patrick Daisy Savoda. Oh Mann, das ist schon echt cool. Und du sitzt da immer noch. 4 Stunden noch. Und du? 4 Stunden? Warum müssen die denn da überhaupt? Da wissen wir, geübter Kämpfer. Ah, Moment, der ist nicht eingesperrt. Der ist einfach nur so, weil er Bock hat. So. Ach, guck mal, abgesessen. Da steht auch da, was die schon abgesessen haben. Schwarz waren 3 Jahre. Das ist jetzt gerade das, was er im Moment absitzt. So, verurteilt zu 3 Jahren für Joyriding, ja. Es steht leider nicht da. Charakter, Erfahrung. Laune schlecht, Verfassung keine unterdrückt. Ich wüsste nämlich gerne. Ah, kürzliches Fehlverhalten, Gefangene angegriffen, schwere Verletzung. Das bei Erfahrung, okay. Nee, können wir nichts, das ist nur seine Wertung. Okay, Bestrafung. Dies ist eine Bewertung dessen, wie angemessen der Häftling in den Augen der Öffentlichkeit bestraft wurde. Die Grundlage einer schweren Bestrafung ist eine lange Haft, wobei Einzelhaft auch angerechnet wird. Beachten Sie, dass zu viel Besserungsprogramme oder Freizeit von der Öffentlichkeit als unangemessen im Bilde betrachtet und von der Bestrafungswertung abgezogen werden. Ein hoher Bestrafungswert wird für den Häftling davon abgehalten, wird den Häftling davon abhalten, nach seiner Entlassung rückfällig zu werden. Ist das so? Ehrlich? Wenn man ihn bestraft, wird er eher nicht rückfällig, weil er dann so dermaßen einfach durch Abschreckung keinen Bock hat auf Gefängnis? Sicher? Da bin ich skeptisch. 1 Punkt, 2 Jahre abgesessen. 16 Punkte, 83% des Aufenthalts eingesperrt gewesen. Besserung.
Sicherheit, Gesundheit, Besserung, eine Bewertung ihrer Versuche, diesen Häftling mit Hilfe entsprechender Programme zu bessern und zu rehabilitieren. Ein hoher Besserungswert sorgt dafür, dass der Häftling nach der Entlassung bessere Chancen hat, einen Arbeitsplatz zu finden und senkt damit seine Rückfallwahrscheinlichkeit. Ah, okay, das ist eine Kombination natürlich aus allem. Hinweis: Gefängnisarbeit wird bei diesem Wert auch berücksichtigt. Gott. Sicherheit. Aber ist das hier ist weniger schlecht und mehr ist gut? Gut, wir haben natürlich Programme laufen, aber da müssen sie dann auch dran teilnehmen. Da müssen sie dann teilnehmen. Programme. Und hier zum Beispiel, ja, wir haben keine Interessenten für Allgemeinbildung. Und das ist ziemlich krass, weil uns das eigentlich auch geldmäßig, ne, das wären 40.000 für uns. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Und hier fehlen uns immer noch 3. Die kommen morgen an. Wo waren das mit der Beurteilung? Hier. Ja. Gefängniswert 200.000, Tagesgewinn 7.400. Oh nein. Ja, ich höre es schon. Oh nein, immer hier, Mann. Boah, aber was machen wir denn da, Mann? Warum? Noch mehr Wachen in dem Bereich? Das kann doch wohl nicht sein, Mensch. Da nochmal eine dazu. Was haben die denn immer für ein Problem? Ernsthafte Beschwerden. Ein Kack. Euch geht's hier so gut eigentlich. Was? Was haben wir gefunden? Schnaps. Oh oh. Gott. Nein. Das hat er auch noch. Da haben wir Hygiene, klar. Training, klar. Ich meine. Wir haben doch überall diese Handelgeschichten und so. Warte mal, wir machen das jetzt gleich mal direkt so. Mal Tagesordnung. Und wir hauen hier. Bam, so, habt ihr mal Hof. So. Und hier nochmal Hof. Und dann wird. Hier nochmal gegessen und hier habt ihr Freizeit. So, lassen wir es erstmal so laufen. Vielleicht sind die dann eher motiviert, diesen Ding da abzuschließen. Dann sollen die in dem Programm erstmal erfolgreich sein und das können wir immer noch später machen. Im Moment funktioniert das so gar nicht. 4 bis 7. Tagesordnung, das war hier, das war schon richtig. 1, 2, 3. Oder haben wir hier Stunden abgezogen und deswegen ging da nichts voran. Egal, das muss erstmal so und die sollen erstmal hier ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen hier, die Freunde. Vor allem auch, wenn sie jetzt Freizeit haben. Vielleicht ist es auch besser. So machen wir das. Ja, komm, jetzt haben sie wirklich so viel Zeit eigentlich. Zack, das haben wir nicht. Passt. So, jetzt schauen wir uns das erstmal mal in Ruhe an. Gefängnis, ja, Rückfallquote. 48%, 12 Häftlinge wurden entlassen. Mhm. Todesfälle in Haft 5, ausgebrochene Häftlinge 3, auf Bewährung entlassen. Rückfällig, unschuldig, okay. Aha, okay. Das sind hier diese Geschichten, die wir da auch sehen bei den Häftlingen, alles klar. Heißt es dann Bestrafung? Wird von der Öffentlichkeit von uns halt nicht so gut. Sie sehen ja zu wenig Bestrafung. Besserung haben sie nicht wirklich gebessert. Sicherheit geht so und Gesundheit zu wenig. Okay. Na gut, wir haben eine Krankenstation. Moment mal, wo sind eigentlich unsere Ärzte? Wir haben 2 Ärzte. Ah ja, da ist einer davon. Können wir sonst noch was für die Krankenstation machen? Eigentlich nicht. Das ist nur ein Krankenbett, was man da reinstellen kann. Mehr geht nicht. Da geht wirklich nicht mehr. Grundlagenbildung. Eieiei. Na gut, so. Schauen wir erstmal, was es noch für Programme gibt. Nee, falsch. Zuschüsse wollte ich gucken. Ah, die Ernährungsstudie finde ich halt echt fies.
Sicherheitsbewertung, das war das mit den Hundeführern. Die Regierung hat bestimmte Sicherheitsanforderungen für Gefängnisse ab einer bestimmten Größe und verhängt heftige Strafzahlungen, wenn diese nicht erfüllt werden. Sorgen Sie dafür, dass das zu keinem Problem für uns wird. Aha. Angewöhnung und Engagement von Häftlingen. Arbeit, Wäscherei, Küche, Putzmittelschrank. Das ist doch super. Das ist doch super. Wir müssen nämlich nur noch... Ah, natürlich. Moment mal, wir haben keine Wäscherei. Und Wäscherei ist eigentlich schon wichtig. Räume. Wo ist die Wäscherei? Ich muss nämlich mal gucken, wie viel... Steht nicht da, wie groß. Braucht... Weil wir könnten doch hier eigentlich eine Wäscherei dann draus machen, da. Reicht das? Ich denke schon. Materialien. Ziegelwand. Zack, zack, macht ihr mit Prio mal. So. Und Objekte, das darf eine normale Tür sein. Räume, Wäscherei. Zack. So, und dann stellen wir hier. Ich weiß, so viel dürfen wir natürlich nicht. Weil es alles Geld kostet. Boah, 1000 in der Waschmaschine, Mann. Na gut, wir haben jetzt Kohle bekommen. Ein Wäschekorb. Und ein Bügelbrett für 100 ist natürlich schon auch ein Edelbügelbrett. So, und Versorgung. Und die brauchen, glaube ich, eine eigene Stromversorgung. So. Ah, Moment mal, die brauchen nur... okay. Okay, Waschmaschinen brauchen nur... nur Strom. Okay, soll uns recht sein. Nur Strom. Wie echte Waschmaschinen. Nur Strom. So. Und diese Geschichte können wir eigentlich dann auch noch machen, oder? Zwei Hundeführer auf eine Hundepatrouille. Dazu müssten wir doch aber eigentlich Personal, Hundeführer. Wir benötigen Hunde. Das ist nämlich hier mit Bürokratie. Da, Hunde. 1000. So, machen wir das. Und was wollen die sonst noch von uns? So müssen wir natürlich schon machen. Nicht, dass da wirklich Probleme vom Staat gibt. Also muss man wirklich dann daran denken. Wenn es da eine Strafzahlung gibt, ist natürlich echt kacke. So, Hundeführer auf eine Hundepatrouille. Und zwei davon müssen wir da hinschicken. Und in einer Stunde können wir das machen. So. Nicht mehr als 3 Zuschüsse, ist in Ordnung. Völlig in Ordnung, denn das mit der Wäscherei haben wir gleich. Und den mit der Hundepatrouille machen wir gerade. So, 2 Hundeführer. Und das geht, sobald wir hier diese Bürokratiegeschichte, und das sind 18 Minuten, das haben wir also gleich. Das ist ganz cool, dass das mit der Entwicklung nicht so lange dauert. Ja, ist natürlich auch realistischer. Die müssten hier nicht lernen, wie man einen Hund hier richtig behandelt und sowas. Die kommen von außen. Natürlich immer externe. Fehlgeschlagen, umschlossen, ernsthaft. Ah, weil hier ein Stückchen Mauer fehlt, warum auch immer. Selbstverständlich. Hier, so, bitteschön. Dann ist auch eine Zelle. Dann haben wir 102 Zellen. Und was mit dem hier? Da kommt er gar nicht hin, hier der Polizist. Der Wachmann. Waschmaschine, Wäschekorb, Bügelbrett. Genau, wird noch alles gemacht. Und Logistik, da können wir dann direkt... Komm, stellen wir alle... Ah, das hat sogar schon gegolten. Obwohl die Ding noch gar nicht steht. So, da werden auch schon welche eingeteilt. Sehr schön. Cool. So, das haben wir gut gemacht. Und jetzt wird doch noch der ganze Platz ausgenutzt. Ja, jetzt haben wir hier noch so ein Eck. Das könnte dann zukünftig theoretisch schon eine Werkstatt sein. Ja, Werkstatt ist eigentlich zu klein fast schon. Aber so ein Postraum zum Beispiel, Werkstatt dann eher hier. Obwohl wir da noch irgendwas anderes im Kopf hatten dafür. Weiß schon gar nicht mehr was. Ich weiß wirklich nicht mehr was. Blöderweise. So, jetzt müssen wir noch 2 Hundepatrouillen losschicken. Hundeführer K9. Aha. So. Dann geht ihr mal ein bisschen durch. Schicken 2 Hundepatrouillen.
Hundepatrouille. Eine hier und eine da. Nee, Moment mal. So. So. Und teilen sie einer Patrouille zwei bewaffnete Wachen. Ah, bewaffnete Wachen, das geht noch nicht, weil wir da Waffenkammer brauchen. Ja, ich verstehe. Und das müssen wir für 2000 entwickeln. So, 2000, 2 Stunden. Und hier brauchen wir, da haben wir theoretisch, was ist theoretisch, da haben wir direkt wirklich einen Raum. Und vom von der Waffenkammer wissen wir, dass der außerhalb sein muss. Also machen wir hier mal Waffenkammer. Ah, okay, geht noch nicht. Steht da wie groß? Steht nicht. Innenbereich, Waffenständer, Spind und Tisch. Müssen wir also... Dann machen wir also hier schon mal. So, das wird die Waffenkammer. Definitiv mit einer Gefängnistür. Oder Personaltür, geht auch. Eine verriegelte Tür, die von ihrem gesamten Personal geöffnet werden kann. Nicht nur von den Wachen. Okay. Gibt es denn nicht eine Tür... Das wäre eigentlich eine Tür, die mich interessieren würde. Eine Tür, die nur von Wachen zum Beispiel geöffnet werden kann. Ja, also, ja, gut, das ist eine Gefängnistür. Ja, okay, doch. Stimmt schon, es muss die sein. So, Gehweg haben wir, also direkt hier. Räume. Eine Waffenkammer wird das. So. Was? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben es geschafft. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier? Aber... Ach so, wir haben 60.000. Okay. Sie haben die Mindestanforderungen für ein Staatsgefängnis erfüllt. Wie Sie jetzt weitermachen, liegt ganz bei Ihnen. Yeah, Staatsgefängnis. Von diesem Zeitpunkt an liegt es nun bei Ihnen und Ihrem Unternehmen, wie Sie weitermachen wollen. Im Büro des Bürgermeisters interessiert uns nur eine einzige Zahl, und das ist die Rückfallquote. Wenn Sie die Rückfallquote Ihrer Häftlinge senken könnten, wäre das ein großer Erfolg. Leute wie Dr. Hurst glauben, dass man das nur durch Bildung, Besserungsprogramme, Berufsausbildung und solchen Kram erreichen kann. Meiner Meinung nach ist Bestrafung genauso effektiv. Es liegt ganz an Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Polaroid auf der Straße, um das Gefängnis zu verlassen. Das Polaroid auf der Straße. Oh, aha. Noch nicht, noch nicht. Was steht da um das Kapitel? Um das nächste Kapitel der Geschichte. Oh, es gibt ein nächstes Kapitel. Ich dachte eigentlich, das wäre das letzte Kapitel. Na ja, dann. Aber trotzdem, mal hier, so. Der Arme. Tür offen, bitte. Und Waffenkammer. Jetzt müssen wir nicht mehr auf diese 60.000 achten, oder? Ist das weg? Ist das weg? Sicherheitsbewertung, das ist jetzt diese Geschichte. Zwei, das ist doch jetzt wieder so eine, oder? Wir haben doch schon eine Hundepatrouille. Zwei Hundepatrouillen haben wir. Wir haben schon zwei. Und warum zählt nur eine? Müde. Der Hund ist müde. Okay, cool. So. Eine Hundepatrouille. Okay, dann schauen wir mal, was mit dem geht. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass der Hund... Wieder Hund hat keinen Namen. Wir können den entlassen? Nein, oder? Nein, 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 wir können doch nicht etwa nur den Hund entlassen. So, wir brauchen Waffenständer, Spind und Tisch. Ein, Waffenständer, habe ich Waffenspender gesagt? So wie so ein Bonbonspender, hier im Waffen, so, Spind und Spind. Und einen schönen Tisch hier in der Mitte, damit sie sich ausrüsten können. So. Ja, und es sieht natürlich immer schöner aus, so zwei Waffenständer und sowas, aber einer kostet 1000. Da wird nicht auf Schönheit gebaut, ja, dann machen wir wirklich nur das rein, was nötig ist. Und das war's. So, der kommt hier mit dem Spind, also machen wir für ihn gleich mal die Tür auf. Ach, da fliegt er die Waffenständer.
Natürlich schon voll mit Waffen. Das ist so geil einfach. So, sehr gut. Und dann den nächsten gleich mit dem Spind. Machen wir gleich mal die Tür auf für den. So. Wunderbar, alles geschafft. Personal. Und dann machen wir bewaffnete Wachen. Zwei Stück. Eins und zwei. So. Und teilen Sie einer Patrouille zwei bewaffnete Wachen zu. Einsatz. Hundepatrouillen. Geht das? Warum ist das denn ausgegraut? Ah, okay, das hat funktioniert. Aber warum macht da hier... Und da ist doch Hundepatrouille. So, geh doch du mal hin. Warum macht denn der hier nichts? Walter? Geh doch du mal auf Patrouille, Mensch. So, mal hier, das ist das Tier. Da musst du hin, Mensch. So, Hunde patrouillieren. Er ist unterwegs, er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Aber er mag nicht patrouillieren. Weißt du was? Entlassen. Und den Hund natürlich auch. Personal. Und Hundeführer. Zack. Einsatz. Hundepatrouille. So, mach dann. Magst du das nicht? Was ist da das? So, schau mal, was der macht. Da ist nämlich schon einer auf Hundepatrouille. Oder ist der auch nicht? Ist der gar nicht mal? Ist es auch so einer, der nichts macht? So, der ist automatisch entlassen. So. Dann müssen wir... Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Warum die da so rumspacken. So. Und Einsatz. Hundepatrouille. So. Ja, genau. Yes, geschafft. Ja, ja, richtig. Optional, senken Sie die Rückfallquote des Gefängnisses. Senken Sie die Rückfallquote auf maximal 30%. Wir sind gerade bei 48%. Das wird schwierig, Freunde. Ich glaube, das wird wirklich ein Problem. Ernsthafte Beschwerden. Hoho. Die Frage ist natürlich, sollen wir das noch machen? Oder sollen wir direkt abschließen? Oder sollen wir, so ein eigenes, so ein richtig eigenes Projekt oder so, das wäre doch eigentlich auch geil. Oder? Aber mal so von klein auf richtig schön aufbauen und uns dann irgendwie ein Ziel setzen, ich weiß nicht, 200 Zellen so insgesamt und dann später so richtig mit Bürokratie, weil ich da was gesehen habe, dass man sich da so angrenzende Grundstücke und sowas kaufen kann, dass wir dann hier machen und dann auf der anderen Seite oder sowas, dann haben wir so ein 200 Mann Gefängnis oder sowas in der Richtung, oder wäre das nicht was? Wäre das nicht schick? Vielleicht schon. Überlegen wir uns, wir haben noch ein bisschen Zeit, die Folge hat ja noch ein paar Minütchen. Das schauen wir uns. Aber ich glaube nämlich so auf die Schnelle kriegen wir das leider nicht hin. Ich hatte das... Ach guck mal, 30% haben jetzt dieses Ding geschafft. Plötzlich. Ah, hätten wir also direkt so... Mal, lass ich es mal ein bisschen vorlaufen. Machen wir ein bisschen Vorlauf und ich trinke mal ein Schlückchen. Bin gleich wieder da. So. das finde ich echt beunruhigend da oben. Ernsthafte Beschwerden, Mann.
Hygiene? Jetzt wird eh schon so viel geduscht eigentlich am Tag. Kriegen die das vom Platz her nicht gebacken? Tagesordnung. Dusche. Boah, Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden Schlaf. 2 Stunden Dusche vorm Schlafen. Boah, sollen wir immer da und dann hier nochmal eine... Hier nochmal eine Dusche reinhauen. Und dann dafür nochmal hier Hof. Oder mal hier Hof. Und dann nochmal eine Dusche. Ernsthaft? 2 Stunden Duschen, na? Boah. Im Duschen verstehe ich halt am allerwenigsten eigentlich so. Nahrung, okay, wird die Kantine vielleicht dann zu klein. Zu klein nicht, wenn dann vielleicht immer noch einen Tisch mehr reinstellen. Dann vielleicht eher da hier in der Mitte abreißen. Ah, gar nicht so. Okay. So, Bänke können wir schon mal hinstellen. Ja, dauert ja ganz schön lang, so einen Fernseher abzubauen. Mal einfach Kabel raus und mitnehmen. Ja, braucht eine gute Stunde dafür. Ja, vielleicht eine halbe. So, macht aber ein bisschen schneller. Und so. Und Tisch. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz geschaffen. Was passiert mit der Hygiene? 19 sind wütend, weil sie dieses Bedürfnis nicht befriedigen konnten. Training. Das mit den Hanteln. Die haben doch hier eigentlich... die haben doch hier eigentlich so viel... So viele Hantelbanken. Hantelbänke, ja schon. Brauchen die noch mehr? Zack. Das ist ja dann krasser als jede Muckibude, Mann. So, und nochmal. Und hier noch und da noch. Das ist halt total zugeschissen mit diesen Dingern. Das kann es doch nicht sein, oder? Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Hausmeister. 1 und 2. So. Ah, ja, so gehört sich das. Richtig, nämlich nicht wirklich nur... Nicht nur, sag schon, nicht nur Strom, auch Wasser. Personal und Wachen, auch mal 3 dazu. So. Und was ist denn das für eine Patrouille? Der ist auch Patrouille. Ich meine, die stehen halt nur rum, ne? Die patrouillierenden Hundeführer. Dieser Kurs, wann kommt der? Der ist in der Früh immer, ne? Tagesordnung. Da, ja, von 10 bis 12. So. Ich habe mir gerade jetzt Folgendes gedacht. Also wir haben ja 2 Möglichkeiten. Entweder wir spielen jetzt noch ein bisschen weiter und gucken, dass wir das zum Beispiel regeln können mit der Ausbildung oder hier diese optionale Geschichte mit der Rückfallquote und hier dann nochmal zusätzlich Erfahrungen dafür sammeln, wie wir so bei einem ganz eigenen Projekt weitermachen können. Ne? Also wie welche Zusammenhänge es noch gibt und so weiter. Demgegenüber steht die Variante, jetzt aufzuhören und dann ein neues Projekt anzufangen und dann erst Sachen zu lernen. Also nicht jetzt schon irgendwie alles zu wissen und dann, ach klar, das machen wir so, das machen wir so, sondern da auch noch so ein bisschen einfach, ja, ein bisschen offen noch zu sein vom Wissen her, dass wir da nicht alles wissen.
Andererseits möchte ich auch nicht, dass es so aussieht, als würde ich das so ganz zackig zu Ende bringen wollen, weil ich glaube noch, dass ich zwischendurch noch ein anderes Let's Play machen würde, bevor ich hier ein ganz neues eigenes Projekt anfange. Es ist tricky. Ich glaube, aber wir machen vielleicht jetzt noch eine Folge einfach, oder? Ich möchte natürlich, klar, das ist jetzt so ein selbstgebautes Projekt, da möchte man auch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ich möchte das eigentlich ja gar nicht aufgeben, aber dass es die Kampagne ist, müssen wir eigentlich doch aufgeben irgendwie, ja, weil es tatsächlich ja hier zu Ende sein muss. Hier in der Kampagne, und es sieht unter der Dusche so scheiße dreckig aus, Mann. So verdammt dreckig. Warum duschen die denn auch alle nicht? Geht da vielleicht gerade was nicht? Wir haben ja hier aber keine, nee, es funktioniert ja alles eigentlich. Und die haben Duschzeit bis 11, bis 12. Aber keiner hat geduscht. Oder es hat doch gerade keiner geduscht. Hygiene. Ja. Ja, ja. 20 sind wütend, weil das wird nicht erfüllt. Das sind wahrscheinlich die 20, die gerade in Einzelhaft sind. Da, in Zellen oder Einzelhaft eingesperrt. Ja, so ergibt das natürlich Sinn. Fühlen sich unterdrückt. Gott. Was ist denn hier eigentlich noch offen? So, Besuche haben wir. Personal erschöpft, genau, da steht. Das ist einfach nur die aktuelle Lage. Da wissen wir, wie viele erschöpft sind. Einer muss bald entlassen werden. 24 bereit für Bewährung. Einlieferung, genau, das haben wir alles so geregelt. Weißt du was? Wir werden, unser Herz wird immer hier an diesem Projekt hängen. Und wir müssen aber sowieso aufhören. Und es bringt da jetzt, glaube ich, nicht wirklich was weiterzumachen in diesem Ding. Wir haben hier die Ziele geschafft. Wir haben jetzt 76.000, 60.000 hätten wir haben müssen und 100 Häftlinge. Da sind wir auch ein bisschen drüber. Und das war's. Dass wir hier noch mehr aufbauen können, das wissen wir, das ist klar. Dass wir gucken müssen, dass die Häftlinge zufrieden sind, das wissen wir auch, das ist klar. Aber das machen wir doch lieber in einem ganz eigenen, neuen, frischen Projekt, oder? Ohne, dass wir uns da irgendwie hetzen müssen und irgendwie erfüllen müssen, dass wir so und so viel Kapital haben und dass wir so und so viel Häftlinge haben, oder? Sondern mal schön der Reihe nach und so. Ich glaube, das ist ganz gut. Wobei das, glaube ich, schon eine gute Erfahrung war, das auf 100 zu bringen, weil wir jetzt gesehen haben, okay, so muss man vorgehen, um das voranzutreiben. Ich glaube, 100 ist im Moment eine gute Zahl. Also wenn man 100 hat, in dem Tempo, in dem wir gebaut haben, ist man auch so vom Cash her, glaube ich, auf einer guten Position. Wobei, das will ich beim nächsten Mal wirklich anders machen. Das schön der Reihe nach wirklich machen. Zuerst dieses Programm, zack, und dann dieses Programm, weil jetzt sind sie sich hier tatsächlich wohl irgendwie in die Quere gekommen und wir haben keins der beiden Programme abgeschlossen. Und wahrscheinlich hätten wir, wenn ich das von Anfang an so eingestellt hätte, wie es jetzt ist, wären die wahrscheinlich durch und hätten wir diese Förderung bekommen. Das finde ich, also das mit der Gefahr, bin ich immer da, ein Gefängnis zu haben, wo alles schön läuft, wo die Leute auch zufrieden sind, das wäre mein Traum. Das wäre eigentlich so mein Ziel. Scheißegal, dann sollen es halt, egal ob das jetzt 100 Häftlinge sind, 50 oder 1000 meinetwegen, das ist hier so, das ist mir ein Dorn im Auge. Das ist mir wirklich ein Dorn im Auge. Ich hätte gerne zufriedene Häftlinge, zufriedenes Personal. Ich möchte, dass wirklich alle zufrieden sind. Das ist eigentlich unmöglich. Man kann eigentlich niemals alle zufriedenstellen, aber das wär's eigentlich. Das wär's. Das versuchen wir im eigenen Projekt. Aber jetzt klicke ich mal hier auf das Polaroid. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Vielleicht ist es noch gar nicht vorbei. Oh, Henry. Immer noch nichts. Wie lange dauert das schon? Ich kann nicht mehr zählen. Keine Anrufe, keine Briefe. Tut mir leid, Morgan. Das muss wehtun. Aber du hast eine Chance bekommen. Vermassel sie nicht. Henry, viel Glück.
Versuch nicht, denen das zu erzählen, von dem du glaubst, dass sie es hören wollen. Ich muss los, ich bin in einer Minute live auf Sendung. Ha, in einer Minute, dann schnell! Zu CNBC News, schnell laufen. Oh, was ist das denn? Wer ist das denn? Tom Selleck? Willkommen zurück zu dieser Sonderausgabe von CNBC News, live mit Bürgermeister Calvin Heller. Zu uns kommt nun Dr. Walter Hurst, dem man vorwirft, große Geldsummen für Gefängnisreformen verschwendet zu haben. Dr. Hurst, glauben Sie, dass Sie erfolgreich waren? Ich glaube, jeder hat das Potenzial zur Verbesserung und wir müssen allen diese Chance bieten. Ich kann mit absoluter Überzeugung sagen, dass ich eine wirkliche Verbesserung der Haltung und der Hoffnung vieler der hier Eingesperrten erlebt habe. Die Haft sollte abschreckende Wirkung haben. Sie sollten keine Gelegenheit zur Werteentwicklung oder auch Veränderung bieten. Durch Bestrafung und Entmenschlichung während der Haft erreichen wir nur, dass die Bereitschaft zu kriminellem Verhalten verstärkt wird. Und? Wir geben diesen Männern wichtige Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, Hoffnung mit auf den Weg. Wir helfen ihnen dabei, sich wieder in die Gesellschaft einzufügen und nach Haftende nach Haftende einen Beitrag zu leisten. Henry, oh bitte, das muss alles gut gehen. Einfache Bürger erhalten keine kostenlose Ausbildung, kostenlose Bildung oder eine Garantie auf bezahlte Arbeit. Wir lassen die Opfer von Verbrechen im Stich und belohnen die Täter. Wir geben gewaltige Summen aus, nur damit sich diese Kriminellen wohlfühlen. Ach schön. Wir können etwas ändern, auch wenn wir uns dazu immer nur ein Individuum zur Zeit vornehmen. Oh, guck mal. Oh, bist du Papa? Sie können einer Katze 100-mal sagen, dass sie die Vögel in ihrem Garten in Ruhe lassen soll. Sie wissen, sie wird es trotzdem nicht lassen. Das stimmt nicht. Henry ist ein Guter. Das ist ihre Natur. Ja. Ach, wie schön. Sehr süß. Ach, unser Henry. Henry ist ein Guter. Entwickelt von Chris DeLay. Der Bruder von Jan Delay. Produktion Mark Morris. Grafik Ryan Sumo. Sound Alistair Lindsay. Drehbuch Chris Hastings. Programmierung John Nottenbelt, Leander Hambly, Gary Chambers, Andrew Lim, Jeffrey Sheen und Finlay Curran. Grafikdesign Morten Pedersen. Und ein besonderer Dank. Wir stehen leider nicht dabei.
Ach Leute, ich lasse das jetzt mal mit dem vorlesen. Ach, es war so ein schönes, es war so eine schöne Kampagne in so einem Aufbauspiel. Sauschön, sauschön. Und ich freue mich da wirklich auf ein eigenes Projekt, auf ein eigenes, und dann mal Prison Architect. Freue mich wirklich auf ein eigenes Projekt. Weil es für mich auch etwas Besonderes ist. Ich mag ja solche Aufbausachen immer schon. Was ich nie mochte, war dann auch bei so Wirtschaftsaufbaugeschichten. Du hast aufgebaut, also jetzt bei Anno oder so, da bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, das wäre so Handelszeug und man baut sich eine Stadt auf und Handelsrouten und sowas. Und dann gibt es da auf einmal halt irgendwie Krieg und das war so gar nicht meins. Ne? Wieder alles kaputt machen und da wieder gucken und so. Wenn ich Krieg spielen will, spiele ich andere Spiele und da finde ich es mal schön, nur aufzubauen und da mal gucken, wie man da am besten die Balance halten kann. Und klar gibt es jetzt hier in den Gefängnissen vermutlich auch immer Krieg, ja, durch die Revolte, aber das gehört da dazu, finde ich, ja. So, ja, das muss bei so Handelsgeschichten muss das nicht unbedingt sein. Geschichtlich dann klar, natürlich, ja, bla bla bla. Aber ich freue mich hier auf ein Aufbau-Ding, auf ein eigenes Projekt. Das machen wir dann auf jeden Fall auch demnächst hier auf Euler TV, liebe Freunde. Ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf. Werde vermutlich jetzt zwischendurch, wie jetzt eben in der Folge auch schon angedeutet, noch ein anderes Let's Play zwischendurch machen. Ich weiß noch nicht was, wenn mir nichts einfällt, dann geht es direkt hier mit dem Projekt weiter. Mal sehen. Lasst euch überraschen, ich lasse mich auch überraschen. Bis demnächst aber auf jeden Fall, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Prison Architect. Es war mir ein Riesenspaß. Ein Riesenspaß. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Tschüss, ciao und Servus.